Heide Witzka, Leute, und was willkommen zu euch zwei Satzplänen nach Fünfraben. So, beim letzten Mal haben wir hier oben als Tagelöhner uns ordentlich was verdient an Ausrüstung, die jetzt wieder weg ist, weil wir dem Piratenkapitän geholfen haben, in die Stadt zu kommen. Aber ich habe hier genug Asse im Ärmel. Ich bin erstens als Kräutersammler bekannt, zweitens habe ich den Passierschein. Was will man denn mehr? Und deshalb geht's heute auch in die Hafenstadt, aber noch nicht sofort und auf der Stelle. Wir wollen nämlich vorher noch ein bisschen hier das Gelände abchecken. Ich hoffe, du bist nur ein junger Feldräuber. Aber ich denke schon, hier dürften eigentlich noch keine OP-Biester kommen. Oh, das war ein Kritter, Freunde. Batz! Das war ein Kritter, ich sag's euch. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern, sagt er. Hey, da oben ist auch noch ein Feldräuber. Das war auch ein Kritter? Oder halten die nichts aus? Nee, das war ein Kritter, eindeutig, weil das Fieder hält jetzt aus. Au! Ich bin so traurig, ich werde gefressen und sehe ein Arschloch. Na, zum Glück gibt's ja Spielstandladen, wa? Hallihallo Leute und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, wo ich bisher noch kein einziges Mal gestorben bin. Da bin ich sehr stolz drauf, ich habe das Spiel halt einfach voll auf dem Kasten. Beim letzten Mal haben wir... Nee, komm. Ist gut, Peter. Trag dich zu dick auf, sonst kriegst du wieder eine vor die Fräse. Das war ein Kritter. Ein Kritter vom Peter? Meine Güte, die Riesenratten, die haben ganz schön was auf dem Kasten, ne? Die haben mich übelst weggebieft, ich sag's euch. Mann, die Dinger sind stark. Die Erfahrung will ich mir halt schon gönnen. Bisschen Fischsuppe ist doch was Feines. Ein Eintopf haben wir hier unten auch noch. Okay, probieren wir es nochmal. Wir müssen halt auf kritische Treffer vertrauen. Das ist das Einzige, was uns hier den Arsch retten kann bei den Biestern. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie stark sind die denn? Okay, verfolgt werden wir nicht mehr. Da gehen meine Nahrungsvorräte hart in die Knie, ich sag's euch. Ach, Menschenskinder. Gib mir mal ein bisschen Blaufieder hier. Wovon haben wir denn noch viel? Von den Heilpflanzen hier unten haben wir noch einiges. Aber ich will die auch nicht da lassen, versteht ihr? Ich will die auch einfach nicht hier lassen. Nee, sehe ich nicht ein. Chillt doch mal auf euer Life! Das Vieh hat ja Angriffe gespammt ohne Ende. Angeblich geht das Vieh da unten bei den Stadtwachen lang. Ist das nicht ein bisschen behämmert? Nicht, dass die Stadtwachen jetzt die Ratte erledigen. Ich will ja die Erfahrung haben. Na, wir gehen erstmal hier oben noch den Feldräuber jagen, den wir gesehen hatten. Da müssen wir mal schauen, wie wir mit den Scheißratten umgehen. Das Item ist verbuggt, lol. Auch nicht schlecht. Das war aber auch so ein altbekannter Bug. Ich glaube, wir haben jetzt nochmal eine Gratispflanze bekommen dadurch. Dafür kann ich ja jetzt aber wirklich nichts. So sieht ein kritischer Treffer aus. Toll. Wenn ich ihn nicht brauche, kriege ich ihn oder was? Und gegen die OP-Biester kriege ich keinen. Au.
Wo sind die Dinger jetzt? Da hinten. Haben die sich regeneriert inzwischen? Meine Herren, die sind aber auch stark. Ich will die aber nicht hier lassen. Wie kriege ich denn die platt am besten? Weil ich habe nun mal nicht so eine hohe Kritterchance, ne? Oh, da hätt's mich fast erwischt jetzt. Aber die eine Ratte haben wir doch schon so gut wie tot. Ich habe hier auch noch stärkeres Zeug. Okay, und weiter geht's. Und alles nur wegen so ein paar lumpiger Erfahrungspunkte, die ich mir auch später holen könnte. Ich weiß, aber ich bin gierig. Ich bin gierig, ich gebe es zu. Und vor allem bin ich stolz. Kann doch nicht sein, dass die Ratten mich hier besiegen. So. Wow. Geschafft. Ich muss mal die Tastenbelegung wieder ändern. Ich sag's euch, ich komme damit nicht klar. Wo ist Waffe wegstecken? Hä? Ah, da, Waffe ziehen. Machen wir doch mal so und springen. Machen wir wieder so. Genau. So, da haben wir es doch geschafft. Da ist Waffe ziehen jetzt wieder auf der Leertaste, so wie ich es auch gewöhnt bin, weil deshalb springe ich immer in die Feinde rein. Das sieht zwar cool aus, aber ist irgendwie bescheuert. Und das ist alles nur, weil mein Kopf mir sagt, Leertaste ist Waffe wegstecken. So, bevor wir hier aber weitergehen, müsste ich doch nochmal ein bisschen was tanken, was mir Lebensenergie gibt. Gib mir mal so eine Wurzel und gib mir mal so ein Kraut. Weil wir gehen noch nicht direkt durchs Tor durch, würde ich sagen. Wir gehen erstmal den Burggraben abchecken, weil ich glaube, hier lag auch das ein oder andere Pflänzchen noch rum. Hier haben wir noch einen Goldbrocken. Es ist ja immer wichtig, dass man mitnimmt, was man kann. Hier haben wir noch einen Pilz, da liegt schon wieder ein Schwert rum. Da hinten ist auch noch eine rostige Waffe. Da drin hat einer gesagt, der hat für irgendwas keine Zeit. Das tut mir leid, dass der keine Zeit hat. Schürken und Säge, was war denn hier los? Silberner Ring, na den nehme ich schon mal mit. Mit einem schönen Knicks aufgesammelt. Pflänzchen. Noch eine. Noch eine. Oh, da hinten sind auch schöne Pflanzen. Aber hier traue ich mich nicht runter. Weil ich weiß, dass da unten irgendwelche OP-Biester waren. Ich glaube, es waren Waage, kann ich mich dunkel erinnern. Deshalb gehe ich da mal lieber nicht runter. Sondern gehe meinen Weg einfach weiter Richtung Stadt. Oh, da oben sind aber noch schöne Pilze, Freunde. Viel Butlerfleisch. Gönnen wir uns alles. Glaubst du wirklich daran? Er stellt sich das immer so einfach vor. Nein, 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 nein. Ah! Ich bin gefallen. Da habe ich doch jetzt eigentlich meine Schuld bei Kanta erledigt, oder nicht? Weil der hat doch gesagt, ich schulde dem einen Gefallen. Der Peter ist schon Schelm. So. Dupdi-dupdi-du. Also hier haben wir erstmal alles gesammelt, was wir wollten. Da gehen wir jetzt mal über die stylische Zugbrücke hier. Mal gucken, was die dazu sagen. Hier, grüß euch, ich bin der Peter. Ihr habt eine hübsche Rüstung. Halt, was denn? Du kommst hier nicht rein, mein Junge. Warum nicht? So abgerissen, wie du aussiehst, machst du hier bestimmt nur Ärger. Wir haben schon genug Gesindel in der Stadt. Leute ohne Geld können wir nicht gebrauchen.
Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ach. Und was könnte das wohl für eine wichtige Nachricht sein? Die Armee des Bösen lagert im Tal von Korenis. Im Minental? Kommst du von dort? Hast du die Armee gesehen? Ja, ich war im Tal von Korenis. Ich habe riesige Drachen gesehen. Du lügst doch. Der Pass zum Tal wird von beiden Seiten gehalten. Niemand kommt da durch. Mann! Mach, dass du wegkommst. Ich hab mir das schon gedacht. Ich habe einen Passierschein. Tatsächlich? Und wen hast du dafür umgelegt, du Halsabschneider? Deine Mutter. Wollt ihr mich jetzt reinlassen oder nicht? Na, geh schon rein, bevor ich es mir anders überlege. Geht doch! Wir dürfen in die Stadt, wer hätt's gedacht? Sieht euch das an, ist das nicht schön hier? Es ist wunderbar, es stinkt nach Scheiß, ich geh wieder. Nee, gut. Komm, reden wir mal mit dem wichtigen Typen hier. Grüße. Halt, Fremder. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Grüß dich. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Oh, hier verschwinden Leute. Kriege ich deine Rüstung? Die ist cool. Ich habe so einiges. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach? Ja. Es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht noch obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Alles klar, ich merk's mir. Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel. Mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Jetzt gehe ich da erst recht hin. Ich fühle mich zugehörig. Ich weiß langsam nicht mehr. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Mimimi! Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Mach ich. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Ist ja gut, ich hab's begriffen. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Warum hört eigentlich keiner? Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Das höre ich zum ersten Mal. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord André, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Hm. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht.
Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt. Auch ohne, dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Warte, hier hat schon einer was? Der Panik unter den Leuten verbreitet. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Diego! Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Der arme Kerl, ey. Da ist der gerade aus der Kolonie raus und wird direkt wieder zurückgejagt. Ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Ach komm. Aber ich will nichts mehr davon hören. Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Also bei dem habe ich einen Stein im Brett. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Alles klar. Drachen! Drachen! So. Warum hört er eigentlich? Da hinten ist Müll. Im Müll findet man manchmal wertvolle Dinge. Hier allerdings nicht. Na gut, da sind wir schon mal in der Stadt, Freunde. Das ist doch schön. Wir müssen also Lehrling werden, damit wir Bürger werden. Und wenn wir Bürger sind, dann können wir Milizi werden. Und wenn wir Milizi sind, können wir irgendwann Paladin werden. Und wenn wir irgendwann Paladin werden, dann werde ich König. Und dann erobere ich die ganze Insel, schlachte alles ab und dann herrsche ich alleine über die Einöde, die mir gehört. Okay. Ab irgendeiner Stelle ist mein Plan irgendwie komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber gut, sehen wir uns noch mal um. Grüß dich, ich rede direkt erstmal mit dir. Hallo, Rupert. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Och, so eine 2D-Schnitte wollte ich schon immer mal essen. Eigentlich bin ich auf dem Weg zu den Paladinen. Da hast du schlechte Karten. Seit die Paladine sich im oberen Viertel breit gemacht haben, lassen sie kaum noch jemanden hinein. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich? Nein, ich habe hier auch nicht viel zu melden. Es gibt nur wenige Leute hier in der Unterstadt, die genug Einfluss haben, um dich an den Wachen vorbeizubringen. Matteo, mein Boss, ist einer von ihnen. Vielleicht solltest du mal mit ihm reden. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Wo finde ich Matteo? Du stehst direkt vor seinem Laden. Geh einfach rein. Er ist eigentlich immer da. Alles klar, danke dir. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Was ist mit den anderen einflussreichen Bürgern? Die Händler und Handwerksmeister hier an der Hauptstraße sind die wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt. Du solltest versuchen, bei einem von ihnen als Lehrling angenommen zu werden. So wie ich. Seit ich bei Matteo arbeite, behandeln mich die Leute in der Stadt mit Respekt. Das klingt doch gut. Ich brauche Geld und ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich habe gehört, Bosper hat Ärger mit seinem Lieferanten. Sein Laden ist direkt gegenüber. Es heißt, er zahlt ganz gut. Na, das wird sich noch zeigen. Was hast denn du so? Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Erzähl mir mehr über den Bauernaufstand. Die Sache ist ganz einfach. Una, der fette Großbauer, will keinen Tribut mehr an die Stadt zahlen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind im Krieg mit den Orks und der Fettwanz will alles für sich haben. Normalerweise greift die Stadtwache in solchen Fällen hart durch. Aber jetzt kommt das Beste. Es heißt, Ona hat sich Söldner angeheuert, um sich die Truppen der Stadt vom Hals zu halten. Söldner. Das Ganze wird noch in einem verdammten Krieg enden. Als ob ein Krieg nicht reichen würde. Ich mag den Ona nicht so. Was weißt du über Onas Söldner? Ich habe gehört, die meisten von ihnen sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Also sollte ich einige von denen kennen. Der Anführer soll eine große Nummer beim König gewesen sein. Ein General oder sowas. Das klingt den nach sie als Lee. Verräter eingelocht haben. Schlimme Zeiten sind das. Zeig mir deine Ware. Nicht mehr, was ich glauben soll. Oh, der hat zumindest schon mal Äpfel, die gönne ich mir. Weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es hier einen Bonus darauf gab, wenn man viele Äpfel isst. Aber schaden kann es schon mal nicht. Haben wir Zeug, was keiner will? Ich habe hier eine Säge und einen Silberring. Und ich habe mir immer noch keinen gekifft. Ich habe hier auch noch einen Hammer, bitteschön. So, da schiebe ich mir jetzt erstmal ganz gechillt hier... Das Sumpfkraut rein. Mein Mann sieht das anders. Oh, wie kein Erfahrungsbonus. Früher gab es da mal Erfahrung drauf. Wenn man sich die Rübe wegnebelt. Oh.
das ist ein ungewollter Nebeneffekt gewesen. Das war irgendwie anders geplant. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Oh nein, nicht Waffe ziehen. Wow. Aber cool sieht's aus. Na gut, Freunde, da sind wir bekifft in der Stadt angekommen. Das ist eine schöne Sache. Da werden wir uns doch beim nächsten Mal mal darum kümmern, hier mal so ein bisschen die ganzen Handwerksmeister abzuklappern auf der Suche nach einem Posten als Lehrling. Da werden wir bestimmt einiges an Arbeit zu tun kriegen. Aber was soll's, wird alles schon werden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Das wäre mega nett. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.